dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer spontanen Legung für dich und zwar für die Seelenpartnerschaft. Und zwar, ich habe hier auf jeden Fall die Würfel mitgebracht, denn die Würfel sind gefallen. Denn vielleicht spürst du auch schon, dass wir Richtung Vollmond gehen und wir wollen einfach schauen, wie sind denn auch wirklich die Würfel gefallen bei deinem Seelenpartner oder bei dir, ob du auch schon innerlich eine Entscheidung getroffen hast. Und ich lade dich ganz herzlich ein, schließe deine Augen, tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Ganz spontan entschieden zu den Story Cards. Ne, Moment. Doch, Clear Story Cards. Und zwar 1, 2 und 3 von Nadine Breitenstein. So, also ich habe wieder mal aufgeräumt in meinen Zauberstübchen mit den Karten. Und die Schätze habe ich dabei entdeckt. So, ich lade dich ein, stimme dich voll und ganz auf deine Situation ein, also Neuner Legung generell. Und wir gehen dreimal hinein. Also konzentriere dich erstmal auf deine Gedankenebene. Was denkst du denn über die Situation? Was denkst du denn über die Situation? Verzeiht mir bitte, verzeiht mir bitte, meine Lieben. Aber das eindeutiger geht es gar nicht. Also du denkst natürlich, dass er dein Seelenpartner ist und die Anziehungskraft auch da ist. Und ja, und also das ist einfach alles da. Also ich finde es unglaublich, wie die Karten wirklich mit uns sprechen. Also unglaublich. Jetzt lass mal bitte deine Gefühle. Boah, guck mal, drei Karten. Ist doch Wahnsinn, ist doch Wahnsinn. Wow, 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 wow. Wir schauen jetzt, was die Karten hier sagen. Oh. Also warum habe ich bloß so lange keine Karten gelegt hier mit diesen wundervollen Karten? Also die habe ich wirklich hier nicht gesehen von lauter Karten. Und hier sind auch tatsächlich drei. Ist doch unglaublich. Wow. So. Das ist deine Seite und jetzt schauen wir die Seite gleich des Seelenpartners an. Also bei dir ist die Energie genau schon, du planst schon deinen Umzug, du denkst auch schon nach. Also beschäftigt dich, also, ja, wie ist es denn, wenn wir zusammen sind, dann ziehen wir zusammen, dann ziehen wir um. Also das ist das, was dich beschäftigt, was dich also wirklich hier prägt. Also du denkst schon an Umzug generell. So, also da ist die Energie schon da, also diese Wandlung, diese neue Energie generell. Und schau mal hier, der Seelenpartner ist da, ist doch unglaublich, der Seelenpartner und die Anziehungskraft. Also es geht um die Anziehungskraft und du bist hoffnungslos in deinen Seelenpartner verliebt. Wow, also die Würfel sind bei dir gefallen, also das finde ich schon mal spannend, super mega. So, was fühlst du im Herzen? Vielleicht belügst du dich so ein bisschen selbst, vielleicht irgendwie versteckst du etwas vor dir oder redest du dir irgendetwas an. Frage dich, wo sind hier noch Lügen bei dir? Wo sind noch Lügen in deinem Herzen? Sei mit dir gnadenlos ehrlich, ja? Denn du willst ja auch im Herzen, dass es hier beschleunigt wird, dass es auch hier weitergeht, das wünschst du dir und davon träumst du. Auf jeden Fall geht es auch hier darum, dass du aktiv werden möchtest im Herzen. Du möchtest wirklich aktiv werden, möchtest, dass es hier weitergeht, dass es also auch wirklich beginnt. So, und im Außen befürchtest du die finanzielle Verluste. Also das denkst du, du könntest hier etwas verlieren. Trotzdem bist du ohne Ende verliebt. Also ich sehe hier die Verliebtheit bei dir und du wünschst dir also definitiv ein Happy End mit dem Seelenpartner. Ja,
So, lass uns doch mal seine Gedanken und Gefühle anschauen. Also mit den Clear Story Cards, die erste. Ja? So. Konzentriere dich auf deinen Seelenpartner. So, er bekommt tatsächlich, Der bekommt 4 Karten, also seine Gedankenebene. Ja? Wir schauen jetzt mal seine Gefühlsebene an, ja. Seine Gefühlsebene. Seine Gefühlsebene. So sieht ihr schon mal den Unterschied, wie die Männer und Frauen unterschiedlich denken, ja. Das ist auch gar nicht schlimm, ja. Aber so könnt ihr das erkennen, dass die wirklich von der Evolution her schon ganz anders drauf sind, ja? Und wie geht das denn weiter? Wie geht es denn weiter? Wie geht es denn weiter? Ich hoffe, euch hat meine Kochvideos haben mir auch gefallen. Hoffe ich doch. Ich glaube, wann habe ich das hochgeladen? Weiß ich gar nicht. Ja, letzte Woche. Auf jeden Fall. So, wie geht es denn weiter? Nanu, also bei dem ist, du bist die Herzensdame, ist das nicht schön? Du bist die Herzensdame schon mal, das ist doch super. Also da ist deine Energie schon sehr, sehr präsent. So, er denkt darüber nach, also wie gesagt, also der Winter ist ja halt kalt. Also der Winter symbolisiert mir hier auch wirklich, dass so sein... in seinen Gedanken so eine Kälte, also immer auch herrschte jetzt, also generell. Aber wenn er an dich denkt, also dann denkt er schon vielleicht auch an eine heiße Affäre. Ja, das würde dann auch sein Herz erwärmen. Denn er denkt auch daran, der weiß es ganz genau, dass er dein Herzensmann ist. Und der ist auch hoffnungslos in dich verliebt, ja. Also schon hoffnungslos in dich verliebt. Und woran, was fühlt er denn im Herzen? Im Herzen fühlt er sich hier wie, wirklich wie ein Gigolo fühlt er sich, weil also natürlich deine schöne positive Energie spürt. Und einerseits macht ihm das auch so ein bisschen zu schaffen und zieht er sich dann in sein Schneckenhaus zurück. Er zieht sich so ein bisschen zurück, aber... also er fühlt das schon im Herzen, dass er das braucht. Allerdings, er möchte trotz all dem schon noch also wirklich aktiv werden. Denn er spürt diese Anziehungskraft zu dir im Herzen. Auf jeden Fall spürt er das. Allerdings, er weiß nicht, wie er das machen sollte. Ja? Also versucht er dann halt vom Herzen her so ein bisschen oberflächlich das Ganze so ein bisschen anzugehen. Vielleicht auch... oder sieht ihr das Ganze vielleicht so ein bisschen von der oberflächlichen Seite so ein bisschen, ja? So, wie geht es denn weiter? So, boah, der hat ja hier voll der Co-Abhängigkeit. Entweder ist er co-abhängig oder denkt, du wärst hier co-abhängig hier. Oder du würdest an ihm irgendwie noch festhalten oder diese Co-Abhängigkeit. Oder ist er co-abhängig? Also auf jeden Fall... ist das schon eine wahre Liebe zwischen euch, das ist ihm schon bewusst. Und also auf jeden Fall beginnt hier jetzt etwas, also im Herbst. Also er beginnt jetzt wirklich das Ganze hier zu reifen. Also der Herbst symbolisiert auch für mich die Reife, dass er halt auch an seiner Beziehung zu dir auch arbeiten möchte. Der leistet richtig Beziehungsarbeit. So, wir schauen jetzt mal die Story Cards 2 an. Ja, bist du bereit? So, dann konzentriere dich auf deine Themen. So. So, was beschäftigt dich denn? Und wie geht es denn weiter? 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 So, bei dir, in Gedanken, so, und in Gefühl, wie geht es im Gefühl weiter? So, wie geht es im Gefühl weiter und wie geht es denn wirklich, ja, definitiv, aha, bei dir,
Was sind das tolle Karten? Wow, super schöne Karten. So, es geht auch wirklich um die Wiedervereinigung bei dir. Du weißt es schon, ist dein Seelenpartner. Du möchtest diese Wiedervereinigung mit ihm leben. Und also auf jeden Fall geht es auch ein Stück weit hier um deine eigenen Ängste. Also die Ängste, die immer wieder hochkommen, die du auch immer wieder konfrontiert damit bist. Also und von allen Dingen, so vielleicht auch in den letzten 6 Monaten immer wieder mit den Ängsten konfrontiert wurdest. Das beschäftigt dich. Oder halt auch in deinen Gedanken, hast du so viele Gedanken über die Ängste, da denkst du auch, mein Gott, das ist wirklich so, für dich ist das wie eine heiße Luft. Das heißt, so viele Gedanken, so viele Ängste und dann denkst du, boah, das überkommt dich, so eine heiße Welle. So nimmst du das auch wirklich so wahr in Gedanken. Also du bist im Herzen total ungeduldig, total, du kannst nicht warten, du bist fast am Durchdrehen und auf jeden Fall hast du hier also wirklich eine schwere Bürde zu tragen auf der Herzebene, das bekommt er gar nicht so wirklich, ja. Und es geht auch darum, es geht um das Fühlen, du fühlst diese Liebe im Herzen, du fühlst diese Liebe im Herzen für deinen Seelenpartner und er hat dich verzaubert. Du hast hier wirklich, der hat dich verzaubert und das auf jeden Fall weißt du auch, dass du wirklich noch an deinem Selbstwert arbeiten musst, dass du wirklich die Königin hier bist, ja, dass du in diese Energie hineinkommst und auf, oh, hier sind auf 2 Karten gefallen und du weißt auch, dass du ganz schnell handeln musst und zwar du sollst auf jeden Fall also in der kommenden Zeit die Krone aufsetzen und auf den perfekten Zeitpunkt warten. Also ich sehe hier, der perfekte Zeitpunkt könnte hier in 1 Monat sein. So, wir schauen jetzt den Seelenpartner an, also Story Cards 2. Konzentriere dich auf deinen Seelenpartner. Was denkt er und was fühlt er und wie geht es weiter? Und wir schauen jetzt, so seine Gefühlsebene jetzt. Und ich habe auch schon eine Lupe dabei, denn die Story Cards 3 habe ich auch im Kleinen bestellt. Und das kann man schlecht sehen, ja. So, was fühlt er denn? So, und wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Hoppala. Sekunde. Also, es geht hier wirklich darum, oh, 2-mal die Karte drin. Also, die haben sich vermischt, aber das hat ja natürlich dann auch eine ganz besondere Bedeutung. Also, er spürt diese wahnsinnige Wellenlänge zu dir, dass ihr wirklich gleich schwingt, ja. So, was denkt er denn im Kopf? Also er bereut schon, also einiges, also der hat hier schon Reue, vielleicht verbereut er auch verpasste Situationen oder verpasste Möglichkeiten und er möchte das Ganze also Schritt für Schritt angehen. Also wirklich Schritt für Schritt angehen und er wartet schon definitiv auf den perfekten Zeitpunkt. Das sind so seine Gedanken, das beschäftigt ihn total. Und er weiß es ganz genau, dass ihr unter göttlicher Schutz steht. Also Seelenpartner stehen immer unter göttlicher Schutz, ja. So, im Herzen fühlt er diesen Druck, vielleicht auch von dir. Vielleicht übst du auch einen Druck aus auf ihn. Also das beschäftigt ihn total. Und das erinnert ihn unbewusst wirklich auf seine Kindheit, ja. Also kommen noch so Kindheitsthemen vielleicht ganz hoch oder sind ganz präsent bei ihm und er spürt doch wirklich, dass ihr doch auf der Herzebene auch wirklich auf selbe Wellenlänge seid. So, wie geht es denn weiter? Also dein Seelenpartner ist jemand, der auch wirklich ja, gerne auch mal wirklich einen oder den anderen Drink trinkt, ja, also dass er schon mal was trinkt. Und dass er auch total hier auch temperamentvoll ist. Also es könnte auch symbolisieren, dass er hier ein Feuerelement hat. Also in sich trägt. Also es kann jetzt weder Löwe oder Schütze sein. Und es geht auch darum, also er
spielt mit den Gedanken, dich einzuladen, und zwar eine Liebeseinladung für dich zu versenden. Das entwickelt sich doch gut, ja? Also Richtung Vollmond. So, und jetzt nehmen wir die Clear Story Cards 3. So, dann stimme dich voll und ganz auf dich ein. Auf dich selber ein, ja? So, stimme dich auf dich ein. Was sind so deine, ja, deine Themen? Oh, Wahnsinn. Also, puh, das sehe ich schon, dass es eine lange Legung sein wird. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Mein Gott, so viel? Ihr wisst was, wir machen das so, als Gefühl. Nützt alles nichts. So, und wie geht es weiter? Wie geht es weiter? So, bist du bereit? So, wenn ich die nicht lesen kann, dann zeige ich dir das. Schau mal hier das Bild an. Und also es geht hier innerhalb der nächsten 3 Monate, wirst du deine wahren Liebe begegnen. Jetzt darfst du endlich ernten, was du gesät hast. Also du darfst ernten. Innerhalb 3 Monate gibt es hier wirklich die Begegnung zwischen euch. Wahnsinn. Also, was denkst du denn? Eure Herausforderung besteht darin, euch gegenseitig eure Gedanken mitzuteilen und diese nicht für sich zu behalten. Redet bitte offen und ehrlich miteinander. Also siehst du, es geht wirklich darum, dass ihr darüber sprechen müsst. Da denkst du auch darüber nach. Und also, nein, es ist nicht nur eine Affäre. Bitte sei nicht so traurig. Dein Gegenüber hat Gefühle für dich und schon bald wird er dir das auch zeigen. Also du weißt es ganz genau, du fühlst es ganz genau, du denkst es auch, ja. Und also es geht hier Stück weit auch darum, dass du innerhalb eines Jahres zwischen dir und deinem Seelenpartner einen Neuanfang geben wird. Und auch wenn du nicht mehr daran geglaubt hättest, geht es hier weiter. Und da kommt wieder so hier dein Vertrauen wieder zurück. Also, dein Gefühl, bleibe in deiner Leichtigkeit, denn die Transformation ist schon im vollen Gange. Du hast es nicht nötig, dich ihn an die Fersen zu heften oder zu klammern. Und nachher sie wird früher oder später erkennen, was ihn sie im Leben einschnürt und die Luft zum Atmen nimmt. Also wird das, also du spürst das, dass du also dich ein bisschen distanzieren musst. Du spürst das, denn das nimmt ihm wirklich die Luft zu atmen. Also spürst du wirklich im Herzen, denn er, sie ist mit der Situation komplett überfordert. Er hat nun mal auch Hemmungen und traut sich nicht, etwas zu unternehmen. Entschuldigung, also mein Handy spricht mit mir. Also nicht nur der Orakel spricht mit mir, mein Handy und meine Kamera spricht mit mir auch und die Karten sowieso. Also übe dich in Geduld und wenn es schwer fällt, sonst zieht er sich schon wieder zurück. Also absolute Distanz bitte, denn schau mal hier, also du weißt das ganz genau, das fühlst du auch. Er ist völlig überfordert und sitzt zwischen den Stühlen. Jeder zerrt an ihm herum. Seine Partnerin und auch du klammern sehr extrem. Lass ihn, also die Luft zum Atmen momentan, weiß er nicht mal, wo oben und unten ist. Also wie du siehst im Herzen, du sollst ihn schon noch lassen, ja? Und es geht auch darum, dass diese Liebe, ja, also du fühlst das in deinem Herzen, diese ganze Liebe, und du weißt, dass du dich so zurückziehen sollst, das weißt du, aber du hinterfragst dich immer, ob diese Liebe lebbar ist. Lass dich nicht weiter, auch nicht belügen und mach dir auch nichts vor. Im Grunde, dein Herz sagt dir, mach wirklich
Schau einfach Realität ins Auge. Das sagt dir dein Herz, nein, das sagt dir dein Verstand. Also die Karte hat sich hier verirrt in diese Herzebene. Vielleicht ist dein Verstand so stark, dass er dein Herz oder dein Gefühl beeinflusst. Da habe ich einen guten Tipp für dich. Schließ deine Augen, lege beide Hände auf dein Herz und fühle. Denk an deinen Seelenpartner und fühle. Was sind das? Sind das echte Gefühle? Oder sind das nur deine Gedanken, ja? Also, ich denke schon, dass es deine Gedanken sind. Denn wie geht es weiter hier zwischen euch? Die Zeit des Single-Daseins oder ist der Unverbindlichkeit ist endlich vorbei? Du hast ihm so viel Zeit gelassen und so viel Geduld bewiesen. Nun wird deine Ausdauer belohnt, denn er weiß endlich öffentlich zu dir zu stehen und dich als Partnerin an seine Seite haben. Schau mal hier, du gehst als Gewinnerin. Wahnsinn! Und wie geht es weiter? Also, auch wenn es für ihn einen finanziellen Ruin bedeutet, möchte er zurück zu dir und sich wieder mit dir vereinen. Du bist sein perfektes Gegenstück und tief in seinem Herzen verankert. Ihr werdet euch wiedersehen, also Wiedersehen, Wiedervereinigung. Schau dir diese ganze Flammen an. Wie schön ist das? Und es geht auch Stück weit wirklich darum, dass du musst das Kindertrauma in deiner Scheidung, vielleicht auch diese Trennung oder das Gefühl des Verlassenswerden aufarbeiten. Vielleicht sind auch wirklich deine Eltern getrennt. Und du warst, also, oder was passiert ist, oder du hast vielleicht auch schon einen anderen Partner verlassen, hat hier und jetzt keinen Platz mehr. Also sei unbesorgt und du bist wirklich hier beschützt, ja? Denn wie geht es weiter bei dir? Er ist bis über beide Ohren verliebt in dich, du bist in seinem Herzen. Zwischen September und November wirst du ein Liebesgeständnis bekommen. So, bist du bereit dann für den Seelenpartner? Was denkt und fühlt er jetzt auch bei ihm zu gucken mit dem Clear Story Card 3? So, wow. Ist doch unglaublich, wie die Karten springen. Wahnsinn. Schau dir das doch mal an. Und seine Gefühle. So, also, boah, kriege ich Gänsehaut. Schau mal, hast du doch auch gehabt, eine Herausforderung besteht darin, also wirklich darüber zu sprechen, gegenseitig eure Gedanken mitzuteilen und nicht für sich zu behalten, offen und ehrlich miteinander sprechen, ja? So, seine Gedanken, also schon die Gedanken an dich. Er ist völlig überfordert und sitzt zwischen den Stühlen, jede zieht an ihm herum, seine Partnerin und auch am Klammern extrem und lass ihm die Luft zum Atmen und momentan weiß er auch nicht mal, wo eben und oben und unten ist. Also es geht hier ein Stück weit auch wirklich darum, ja, also in seinen Gedanken dieses Hin und Her ist ein Drama. Also sein Kummer wird dich noch auffressen. Also auf jeden Fall er denkt auch, du hast auch Kummer, ja? Er denkt auch, du hast auch Kummer und lass dich auf keine sexuelle Abenteuer mehr mit ihm ein. Er will seinen Spaß nur haben und auch keine Beziehung und du eine Beziehung. Sieh endlich hin. Also, da sind hier zwiespältige Gedanken. Also, einerseits zieht auch die Partnerin an ihm ran, du auch, aber einerseits beschäftigt ihm auch die Thema wirklich die sexuelle Beziehung mit dir. Auf jeden Fall geht es darum, dein Herzensmensch ist ein Sicherheitsfanatiker und er muss sich jeden Schritt dreimal überlegen, bevor er handelt. Das heißt aber nicht, dass er
gefühlskalt ist, sondern zwischen Dezember und Februar wird er auf dich zukommen. Also das denkt er schon, also er will schon auf dich zukommen. Das dauert aber noch so ein bisschen, ja? Also, wow. Was hast du für eine tolle Ausstrahlung, denkt er. Sei stolz auf dich, dein Herz ist offen für die Liebe und dir wird kein Mann, Frau mehr widerstehen können. Du bist erblüht wie eine Rose und jeder kann es sehen. Also er denkt das über dich und das ist doch schon mal großartig. Und was fühlt er denn im Herzen? Ja, deine Vermutungen führen zu nichts, außer ins Leere. Höre damit auf, Situationen kontrollieren zu wollen oder dir alles kaputt zu denken. Dadurch wird es auch doch nicht besser. Also er denkt viel und er lässt gar kein Gefühl so wirklich zu. Und wenn du jetzt in der Akzeptanz gehst und dich für diese Situation entfernst, bewirkst du damit, dass er sie an sich arbeitet und dich vermissen wird. Ja? Und auf der Herzebene, er, sie möchte eure Freundschaft nicht belasten und außerdem Rücksicht auf eure jeweiligen Familienverhältnisse nehmen. Keiner soll unter der Situation leiden, von allem die Kinder nicht, deshalb möchte er keine Partnerschaft mit dir. Also, da rate ich dir wirklich am Donnerstag in dem also Seelenpartner Patchwork Familie 2, also Teil 2 reinzuschauen. Denn wenn hier Kinder eine Rolle spielen, könnte das für dich wichtig sein. Also es wird eine Vimeo-Video sein, schalte ein und sei dabei. Also, wie geht es weiter? Innerhalb der nächsten 3 Monate wird er deine wahre Liebe begegnen. Jetzt darfst du endlich ernten, was du gesät hast. Also auch für ihn. Also innerhalb 3 Monate wird die Begegnung hier stattfinden. Und also dein Seelenpartner, bei ihm geht es auch, er wird bei dir sich dafür entschuldigen und immer wieder ein Grund, immer wieder wie ein Geist von jetzt auf gleich verschwinden zu sein und den Kontakt abgebrochen zu haben. Sekunde, jetzt nehmen wir mal die Lupe. Also, er wird sich bei dir dafür entschuldigen, immer wieder wie ein Geist von jetzt auf gleich verschwunden zu sein und den Kontakt abgebrochen zu haben. Erst jetzt hat er sie die Größe dazu, dieses Verhalten zu reflektieren und es tut ihm auch sehr leid. Also er wird das reflektieren mit dir. Und hier die letzte Karte, sich für dich zu entscheiden, diese tiefe Liebe und Verzauberung, die er für dich empfindet, macht ihm noch Angst. Dennoch ist er völlig gefesselt von dir und kriegt dich einfach nicht aus dem Kopf. Er liebt dich. Das sind ja tolle Neuigkeiten, also tolle Entwicklung. Jetzt Richtung Vollmond. Und jetzt ziehen wir auch noch aus dem Liebesorakel eine Herzkarte. So, und konzentriere dich. So, für dich kommt die Liebe. Liebe, wenn das die Liebe ist, wozu noch Fragen stellen? Und für ihn romantische Liebe. Oh Mann. So, Amos Pfeil hat getroffen. Toll. Und was euch verbindet? Für immer. Ja, für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Die Würfel sind gefallen. Ja, ich hoffe, du hast deine Antworten hier gefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like, über dein Abo, über deinen Kommentar sowieso. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.